Sie erwähnten vorhin die Lengoliers, Mr. Toomey. Sagen Sie, was ist das? Deiner, sprich nicht mit ihm. Keine Angst. Ich würde ja nichts tun. Nicht mehr, als ich dem Mädchen angetan habe. Ich habe nur Angst, das ist alles. Sie nicht? Natürlich. Aber ich nehme keine Geisel und versuche keine Teenager zu erschießen, auch wenn ich Angst habe, Mr. Toomey. Der Punkt geht an Sie. Was sind die Lengoliers, Mr. Toomey? Weißt du... Also, früher dachte ich immer, mein Vater hätte sie erfunden. Aber jetzt fange ich an zu zweifeln, denn ich höre das auch. Das Geräusch? Das Geräusch sind die Lengoliers? Ich weiß nicht, wer das sonst machen sollte. Erzählen Sie mir ein bisschen mehr über sie. Mein Vater sagte früher, dass die Lengoliers wären kleine Kreaturen, die in Schränken der Kanalisation und anderen dunklen Winkeln hausen. Wie die Elfen? Nein. Nein, nicht wie die Elfen. Elfen sind mit Sicherheit freundlicher, glaube ich. Er sagte, sie würden nichts weiter sein als Haare und Zähne. Und sie wären wahnsinnig schnell. Und weil sie so irre schnell sind, würden sie jeden kleinen Jungen, der faul ist, auf der Welt schnappen, egal wie schnell er auch vor sich hintrippelt. Hören Sie auf. Das macht ihr Angst. Nein, das macht es nicht. Ich kann fühlen, wenn etwas erfunden ist. Ich glaube, Laurel meint, ich mache ihr Angst. Mein Dad sagte immer, es gibt Tausende von Lengoliers. Und es gibt Tausende von ihnen, weil es Millionen faule Mädchen und faule Jungs auf dieser faulen Welt gibt. Oh, mein Vater liebte das Wort trippeln. Für ihn bedeutete das nichts weiter als sinnlose, richtungslose, unproduktive Bewegung. Aber die Lengoliers, die sind wahnsinnig schnell. Sie erfüllen einen Zweck. Man könnte sogar sagen, die Lengoliers sind der personifizierte Zweck. Was haben die Kinder denn Furchtbares getan, dass die Lengoliers sie schnappen wollten? Ich bin wirklich froh, dass du diese Frage stellst, Dinah. Denn wenn mein Daddy zu jemand sagte, du bist schlecht, dann meinte er, die Person wäre faul. Und eine faule Person, Dinah, passt nicht ins Bild vom großen Leben. Denn bei uns zu Hause gehört man entweder zum großen Bild... Oder man war faul in seinem Job. Und wenn man faul war in seinem Job, dann passt man nicht mehr ins Bild. Dann werden die Lengoliers kommen und fressen dich raus aus dem Bild. Sie fressen dich raus mit Haut und Haaren. Er sagte, man würde irgendwann abends im Bett liegen und hören, wie sie kommen. Wie die Knochen knacken, wie sie schmatzen, wie sie fressen. Hören Sie auf! Das ist ja widerlich. Okay. Sie hatten wahrscheinlich große Angst vor Ihrem Vater, nicht wahr, Mr. Toomey? Sie haben es erraten, Miss. Ich hatte schreckliche Angst vor ihm. Ist er tot? Ja. War er faul in seinem Job? Haben die Lengoliers ihn gefressen? Ja. Mr. Toomey? Was? Ich bin nicht so, wie Sie mich sehen. Ich bin nicht hässlich. Keiner von uns ist das. Und woher willst du wissen, wie ich dich sehe, kleine blinde Miss? Das würde Sie vielleicht überraschen. Okay, was wollen wir jetzt tun, Captain? Ich weiß nicht. Sieht sie nicht wundervoll aus? Ja, besonders im Vergleich zu allen anderen Maschinen. Sagen Sie mal, Brian, wie viel Treibstoff haben wir noch in den Tanks? Als wir vorhin gelandet sind, hatten wir noch ungefähr 5000. Aber um wieder zurückzufliegen, würden wir 100.000 brauchen. So ein Oberschrott.
Was immer hier passiert ist, es muss ansteckend sein. Also, ich werde mal ins Restaurant zurückgehen. Ich möchte die Ladies nicht zu lange mit dem Bankertypen allein lassen. Kommen Sie. Warten Sie mal. Albert. Albert, was ist denn? Captain Engel. Captain Engel, kommen Sie her. Ich denke, ich habe jetzt die Lösung gefunden für unser Problem. Was machen Sie jetzt? Sie haben die Rutsche weggenommen und eine Treppe an die Tür gefahren. Und jetzt gehen Sie sie hoch. Sind Sie sicher, dass Sie nicht gehört haben, was Sie machen wollen? Ich weiß nur, dass Albert durchgedreht ist. Er meinte nur, dass das Flugzeug mehr wäre, als da wäre. Ich weiß nicht, was er damit gemeint hat. Er hat unheimlich schnell geredet. Sie sollten sich beeilen. Denn der arme Mr. Tomi hatte recht. Die Lengoliers sind auf dem Weg hierher. Aber Dinah, das ist nur was, womit sein Vater ihm Angst gemacht hat. Früher war es vielleicht nur ein Hirngespinst. Aber jetzt nicht mehr. Also, Albert, machen wir mit der Show weiter. Beweisstück A. Ein paar Streichhölzer aus dem Restaurant. Sieht irgendwie anders aus da draußen. Die Sonne geht unter. Deswegen wirkt es anders. Wie geht es Mr. Tomi? Soll das ein Scherz sein? Er ist eingeschlafen. Das war's dann. Mehr können wir hier draußen nicht tun. Warten Sie mal. Ich habe das Gefühl, es riecht irgendwie nach Schwefel. Ich auch. Versuchen Sie es nochmal, Albert. Sehen Sie's? Sehen Sie's? Sehen Sie? Sehen Sie jetzt, was das bedeutet? Wir haben unsere eigene Zeit mitgebracht. Die Vergangenheit befindet sich da draußen und wahrscheinlich überall westlich des Lochs, durch das wir geflogen sind. Aber die Gegenwart ist hier drin noch völlig vorhanden. Sie ist nach wie vor hier drin gefangen. Es wirkt hier heller und lebendiger und wirkungsvoller als irgendwo da draußen. Bravo, Albert, bravo. Öffnen Sie das Bier. Riechen Sie mal. Mein Gott, es riecht wirklich wie Bier. Na los, gießen Sie was ein. Mein Doktor sagt immer, Spannung ist schlecht für die Pumpe. Hey, sind Sie wach? Wieso klappt es bei dem Bier nicht? Wissen Sie, was das bedeutet? Die Kohlensäure entwickelt sich hier vielleicht nicht so schnell, das wäre möglich. Oh, das schmeckt hervorragend. Das ist das beste Bier, das ich jemals im Leben hatte. Oh ja, Sie haben recht, das schmeckt wirklich verdammt gut. Und jetzt versuchen Sie mal eine Soda.
trinken, Gentlemen. Das Soda schmeckt wirklich wieder sehr gut heute. Meine Güte, es ist fast dunkel. Sollten Sie nicht auf den Verrückten aufpassen? Keine Sorge, er schläft noch immer. Verdammt, dieses Geräusch macht einen wahnsinnig. Das hört sich wie ein Haufen verkokster Termiten in einem Segelflugzeug an. Ich glaube, wir sollten mal nach Mr. Toomey sehen. Ich mache mir große Sorgen um ihn. Aber wenn er noch schläft, Dinah, können wir so gut wie nichts für ihn tun. Ich glaube nicht, dass er noch schläft. Ich glaube, er ist schon lange wach. Okay, sehen wir nach ihm. Ich sagte doch, keiner soll zu ihm. Oh mein Gott, wo ist der Kerl? Woher sollen wir das wissen? Seid mal ruhig. Versteckt sich da drüben. Er muss irgendwo da sein. Wer willst du das wissen? Ich habe nichts gehört. Ich schon. Ich höre sein Herz. Es schlägt wahnsinnig schnell und er fürchtet sich. Er tut mir so leid, denn er fürchtet sich zu Tode. Mr. Toomey, bitte kommen Sie da raus. Wir werden Ihnen nichts tun, Mr. Toomey. Mr. Toomey. Mr. Toomey, bitte haben Sie keine Angst. Dinah! Dinah! Bleib hier, du Schwein! Dinah, wie geht es dir? Ich werde Hilfe holen. Dinah, sag doch was. Sie ist ein kleines Mädchen. Sie ist ein kleines Mädchen. Sie ist ein kleines Mädchen. Sie ist die Anführerin der Langoliers. Und sie ruft die anderen mit ihren blinden Augen, dieses kleine Luna. Kleines Luna. Sie sind ein verdammtes Genie, Albert. Wissen Sie das? Ein verdammtes Genie. Das war doch nichts Besonderes. Ich sah nur, was mit den Streichhölzern von Bethany los war. Kommen Sie und ich dachte, schnell! Kommen Sie! Was ist denn los? Was ist passiert, Bethany? Er hat sie erstochen. Ich glaube, sie stirbt. Wer stirbt? Wer? Dinah! Das Messer ist in der Brust abgebrochen. Mr. Toomey war's. Also, miese Kerl. Albert, Sie kommen mit mir. Brian, werfen Sie die Triebwerke an. Ich werde inzwischen Dinah abholen. Mr. Jenkins, Sie bleiben unten an der Treppe. Aber passen Sie auf Mr. Toomey auf. Kommen Sie, Albert. Komm zu mir. Wir schaffen es schon. Das kannst du glauben. Ihr müsst hier weg. Shh, hör auf zu reden. Du darfst nicht sprechen, Dinah. Hallo, Dinah. Mach dir keine Sorgen, Kleines. Du wirst bald wieder fit wie eine Fiedel sein. Tut es weh? Ja, wenn ich atme. Es bringt dich zum Husten, nicht wahr? Ja. Nein, ich weiß nicht. Es ist besser, wenn du es nicht tust. Wenn es wieder anfängt zu kitzeln, versuch es einfach zu ignorieren, okay? Und sprich jetzt nicht mehr. Hören Sie mir zu. Sie hat innere Blutungen. Wenn wir nicht sofort die Klinge aus ihrer Brust entfernen, dann wird sie mit aller Wahrscheinlichkeit ersticken. Also, Mr. Warwick, Sie tun jetzt Folgendes. Sie holen mir sofort 6 Tischtücher aus dem Restaurant da vorne und beeilen Sie sich. Was haben Sie vor? Ich suche ein chirurgisches Instrument. Können Sie Blut sehen? Ich kann's, wenn's nötig ist. Gut, dann werden Sie mir assistieren. Okay. Du wirst wieder gesund werden, Dinah. Ich mach dich wieder so gut wie neu, ich verspreche es. Sie sind fast da. Sie müssen sich beeilen. Tun Sie, was ich sage. Das werden wir. Das werden wir. Ganz richtig, Craigie Wiggy. Sitzt du nur in der Dunkelheit. Wenn es Zeit wird, etwas zu tun, dann werde ich es dir sagen. In Ordnung, Dad. Ich tue, was du sagst.
Okay, wir werden eine Trage brauchen, um Sie an Bord zu bringen. Albert, Sie und Mr. Gaffney, ihr versucht, so was Ähnliches zu besorgen. Mr. Gaffney, wenn Sie mal hinter den Tresen sehen, da werden Sie mit Sicherheit zwei scharfe Messer finden. Gut. Keine Angst, Kleines. Wir werden es schon schaffen. Kann ich eine von den Tischdecken benutzen? Ja, wieso? Ich zeig's Ihnen. Als wir Kinder waren, spielten wir immer Indiana Jones. Einmal machte ich das hier und hätte fast den Arm meines Bruders gebrochen. Das reicht, aber vergessen Sie nicht, Ihre Mission ist nicht das Fangen von Mr. Toomey. Ihre Mission ist das Besorgen einer Trage, um sie dann so schnell wie möglich hierher zu bringen. Haben wir uns verstanden? Also, Freunde, ihr seid in 10 Minuten wieder hier, denn wir müssen so schnell wie möglich verschwinden. Wenn sie innere Blutung hat, dann können wir sie doch unmöglich bewegen. Wir haben keine andere Wahl, Laurel. Wir müssen sie irgendwie in den Flieger bekommen. In 10 Minuten ist es vielleicht zu spät. Ich weiß, aber wenn sie innere Blutungen hat, können wir das nicht tun. Laurel, er hat recht. Kommen Sie, mein Sohn, wir haben nicht viel Zeit. Wie fühlst du dich, Dinah? Es tut weh. Ich weiß, Kleines, ich weiß. Du hast ein Stückchen Messer in der Brust und das Stückchen muss ich entfernen, das weißt du doch nicht. Ja, ich habe Angst. Ich auch, Dinah. Die habe ich auch. Also, zuerst faltet ihr die beiden Tischdecken zu einem Quadrat, so dick wie es geht. Kommen Sie näher zu mir, Mr. Warwick, und nehmen Sie Ihren Gürtel ab. Also, ich werde jetzt die Klinge nehmen und mit der Zange rausziehen. In dem Moment, wo sie draußen ist, pressen Sie die Bandage drauf, aber Sie müssen so fest drücken, wie Sie können. Ja. Gott steht mir bei. Wagen Sie es nicht, schwach zu werden. Wagen Sie es nicht. Jetzt! Drücken Sie die Bandage drauf. Drücken Sie so fest Sie können. Haben Sie mich verstanden? Ja. Fest. Versuchen wir es da drin. Geschlossen ist? Das müssen wir eben herausfinden. Hey, Orban, siehst du das? Da, eine Trage. Vorsicht, da ist irgendwo! Du bist auch einer von ihnen, nicht? Ein Lengolier. Zum Teufel mit ihnen! Aus meinem Blickwinkel sehen könntest, dann würdest du es verstehen. Sie etwas auf. Keine Angst, du schaffst es. Ganz ruhig. Ich brauche den Gürtel. Sie das? Denken Sie, Toomey hat sie geschnappt? Den Gürtel, Warwick. Vorsicht, Vorsicht. Sie müssen weiter fest zudrücken, weil ich jetzt nach unten gehe. Verstanden? Aber passen Sie auf. Das werde ich. Darin bin ich am besten. Sie waren verdammt gut. Danke, Laura.
Sie... ihn nicht töten. Wieso nicht? Der Bastard hat dich fast umgebracht. Ich weiß nur, dass wir ihn noch brauchen. Wir brauchen ihn. Hören Sie auf das, was Sie sagen, Nick. Ja, alles klar. Wir schaffen es schon. Fliege rückwärts, EP-29. Also. Captain Engel? Ja? Wieso sind die anderen immer noch nicht hier? Das weiß ich nicht. Wissen Sie, ich habe Mr. Jenkins gefragt, ob er jemand im Terminal hat rumlaufen sehen, aber er hat gesagt, da wäre keiner. Was machen wir, wenn sie alle tot sind? Keine Angst, das sind sie nicht. Aber wenn es sie beruhigt, dann warten sie unten an der Treppe auf sie. Fürchten sie sich nicht? Doch. Und zwar sehr. Fühle ich mich schon besser. Es ist beruhigend, wenn man sich nicht ganz alleine fürchtet. Danke, dass Sie mit American Pride geflogen sind. Wir fliegen noch ein bisschen, Lady. Schon was gesehen von Ihnen? Das kommt darauf an, was von Ihnen heißen soll. Ich hörte gerade was, was wie ein Rufen klang, kurz bevor Sie bei mir auftauchten. Ich hoffe, deiner ist wieder auf dem Damm. Ich meine, der Typ hat sie ziemlich schwer verletzt. Was tut denn der Captain? Programmiert seine Instrumente oder irgend sowas. Das hoffe ich. Was ist das denn für ein Geräusch? Hören Sie, Miss, ich hoffe, dass wir das niemals erfahren werden. Albers? Sind Sie okay, Albert? Wo ist Mr. Gaffney, Albert? Er liegt da drüben im Flughafenbüro. Mr. Toomey ist über ihn hergefallen, er stand hinter der Tür. Er tötete Mr. Gaffney, weil er vor mir in den Raum ging. Wenn ich vor ihm drin gewesen wäre, hätte er mich getötet. Dann tötete ich Mr. Toomey. Ich musste es doch tun, denn er war hinter mir her, wissen Sie? Er hatte irgendwo ein Messer hier und kam damit auf mich zu. Albert, Sie müssen sich jetzt bitte zusammenreißen. Ich weiß nicht. Ich habe noch nie jemanden umgebracht. Ich weiß. Es ist furchtbar, das verstehe ich, glaube mir. Aber du musst das jetzt wieder vergessen, und zwar so schnell wie möglich. Das Geräusch da draußen kommt schnell näher. Kein übler Schlag. Er ist nicht tot. Ist er nicht? Er atmet noch. Keine Angst, er wird gleich wieder zu sich kommen. Wir sollten mal nach Mr. Gaffney sehen, vielleicht hatte er auch Glück. Habt ihr eine Trage gefunden? Habt ihr eine Trage gefunden? Oh, ja, wir haben eine gefunden. Gut, sehr gut. Komm, wir gehen. Dich zusammenreißen. Das ist jetzt sehr wichtig. Du wirst es schon schaffen, nicht wahr? Albert!
Trag das Ding hier nach oben. Ich werde gleich nachkommen. Und was tun Sie? Ich werde noch mal ins Büro gehen. Vielleicht finde ich da noch was Nützliches. Das glaube ich Ihnen nicht. Das brauchst du auch nicht, Albert. Hauptsache, du bringst das Ding nach oben. Ich komme in 2 Minuten nach. Na los, nun mach schon. Das ist mehr, als du verdient hast, du Bastard. Nick, los, kommen Sie! Ja, ich komme gleich. Ich werde Ihnen helfen. Ja, aber vorsichtig, Bethany. Sie muss ruhig getragen werden. Und besonders, wenn wir die Treppe raufgehen. Wie geht's ihr? Sie ist schon länger bewusstlos, doch sie schafft es. Was ist mit den anderen? Bethany ist tot und tut nicht so gut wie. Ihr müsst sie da hinten hochhalten. Vorsicht, Vorsicht. Okay. Gut, hier rüber. Passt auf, dass ihr nirgendwo anstoßt. Und jetzt vorsichtig absetzen und festmachen. Wie sieht's aus? Ziemlich übel. Wird sie es schaffen, bis wir zurück sind? Woher soll ich das wissen? Ich bin Soldat, kein verdammter Chirurg. Tut mir leid. Entschuldigt bitte. Diese komische Reise nervt ganz schön, findet ihr nicht? Hören Sie, Nick, Sie brauchen sich nicht zu entschuldigen. Ich werde jetzt versuchen zu starten. Und dann müssen wir da draußen die Maschine irgendwie volltanken. Und während ich das versuche, werden Sie hier den Pumpwagen dorthin fahren. Da steht einer auf der anderen Landebahn, verstanden? Okay. Hören Sie gut zu, Bethany. Mr. Warwick und Sie werden als erstes die Treppe vom Flugzeug wegrollen. Wenn ich die neue Position eingenommen habe, rollen Sie sie wieder an die Tür. Keine Angst, meine Kleine. Wir schaffen es schon. Oh mein Gott. Oh mein Gott, sehen Sie mal nach oben. Es wird schon wieder Tag. Die Nacht kann doch nicht schon wieder vorbei sein. Wie lange hat diese komische Nacht gedauert? Weniger als 40 Minuten. Wenn schon. Wir müssen hier weg, und zwar schnell. Craig Toomey. Lass mich in Ruhe. Bitte, bitte, lass mich einfach nur sterben. Was wird mit Mr. Toomey passieren? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, ich habe gemacht, was Sie und Dinah wollten. Auch wenn ich es widerwillig getan habe, er lebt noch. Würden Sie mit mir essen gehen, falls wir beide das hier lebend überstehen? Gern. Dann weiß ich wenigstens, worauf ich mich freuen kann. Ich auch. Besser damit fertig, wenn wir es sehen können. Das bezweifle ich. Also dann, alle zusammen.
müssen darüber. Noch ein Stückchen, noch ein Stückchen. Gut. Sehr gut, stopp. Kommen Sie, Bethany. Nehmen Sie die Abdeckung da, öffnen Sie sie. Nick, nehmen Sie das Ende des Schlauches und bringen Sie ihn hierher. Sind Sie soweit? Ja. Gehen Sie auf den Wagen, Albert, und öffnen Sie den Hahn. Welchen zuerst, Captain? Zuerst den rechten. Was jetzt, Brian? Ich versuche mit den Motoren den Treibstoff aus den Tanks zu pumpen. Wie lange wird das dauern? Ich weiß nicht. Vielleicht eine Stunde, aber vielleicht auch zwei. Ich glaube, Sie sollten sich besser beeilen, denn nach meinem Gefühl haben wir keine zwei Stunden. Wir haben vielleicht nicht mal eine. Craig? Craig, steh auf. Sie müssen aufstehen, sofort. Geh doch weg, geh weg. Ich hasse dich, geh weg. Craig, Sie sind alle zu Ihnen gekommen. Ihre Geschäftspartner sind hier. Sie haben Boston verlassen und kamen hierher. Sie können sie noch sehen. Wenn Sie Manns genug sind, um aufzustehen. Manns genug? Manns genug? Wer sich wagt zum Teufel, du zu sagen, der ist. Manns genug, hast du gehört? Kommen Sie, Craig, Sie werden nicht ewig warten. Die Lengulis sind so gut wie hier. Sie müssen aufstehen. Na los, kommen Sie, stehen Sie auf. Kommen Sie, Craig, stehen Sie auf. Hier geht es lang, Craig. Alle warten schon auf Sie. Es tut mir leid, Mr. Tobi. Trotz allem, was Sie getan haben, tut es mir leid. Craig, Sie müssen sich beeilen. Schnell. Schnell. Was ist, Brian? Die Düsen kriegen das neue Kerosin zu kosten und sie wollen es nicht. Verdammt! Was können wir dagegen machen? Ich versuche mit den anderen Motoren die Pumpen zu bedienen und hoffe, es klappt. Scheiße, das kann doch nicht. Ich werde sie jetzt erstmal abschalten. Der Treibstoff muss sich erst an den Zeitfluss unserer Maschine gewöhnen. Ja, vielleicht. Was ist passiert? Gibt's Schwierigkeiten? Nein, es gibt eine gute Nachricht. Du hast sie zu mir gebracht, nicht wahr? Der Oberboss, der Vorstand, der Firmendirektoren, einfach alle. Ja, aber die Zeit läuft Ihnen weg. Sie müssen sich beeilen, sonst verschwinden Sie wieder. Sie müssen hier entlang. Sie warten alle auf Sie, Craig. Schnell.
Anna redet fortwährend. Ich glaube, sie hat Fieber oder sowas. Ich weiß nicht. Aber ich glaube, wir werden sie verlieren. Das kannst du nicht. Ihr müsst euch beeilen, bevor sie entdecken, dass ihr weg wollt. Ich glaube, sie träumt fortwährend. Von Tumi, sie hat laufend von ihm gesprochen. Ja, das werde ich, wenn sie es wollen. Beeilen Sie sich, denn Sie warten nicht. Sie werden es schaffen, das weiß ich. Sie ist irgendwie weggetreten, nicht wahr? Nein, das ist sie sicher nicht. Ich glaube, das hat was zu tun mit... Womit? Mit dem, was sie vorhin über Mr. Tumi sagte. Und darüber, dass wir ihn noch brauchen. Sie muss jetzt etwas schlafen. Das wird ihr sicher helfen. Gott, ich hoffe, wir fliegen hier bald weg. Danke, danke, dass du sie zu mir gebracht hast. Das ist meine letzte Chance, verstehst du? Es ist meine letzte Chance, denn nur so komme ich von meinem Vater weg und auch von den anderen. Ja, aber es muss schnell gehen, verstehen Sie? Bitte, beeilen Sie sich. Okay, okay, okay. Was immer du sagst. Was war das? Es hörte sich an, als wäre ein Stück Holz gebrochen oder sowas. Wie soll denn sowas passieren? Ich habe keine Ahnung. Was ist denn passiert? Nichts. Sehen Sie mal da rüber. Wir sollten hier verschwinden, und zwar schnell sollten wir das... Bitte haltet es auf! Bitte, bitte haltet es auf! Wir müssen uns beeilen, Brian. Wie lange dauert's? Da drin sind jetzt 11.000. 15 Minuten. Können Sie es denn nicht beschleunigen? Wir müssen hier weg. Verstehen Sie es doch, ich brauche 50.000 Liter Treibstoff in jedem Flügel. Oder wollen Sie vielleicht abstürzen? Craig, stehen Sie auf! Sehen Sie mich an! Sehen Sie mal darüber, Craig. All diese Läuse sind aus Boston angereist, nur um Sie zu sehen. Jetzt laufen Sie schon zu ihm, Craig. Schnell, schnell beeilen Sie sich, Craig! Schnell laufen Sie hin, Craig. Sie müssen laufen. Laufen Sie herum um das Flugzeug. Laufen Sie weg. Okay, kuppeln Sie ab und dann werden wir hier verschwinden. Mr. Tumi da. Ich freue mich sehr, dass Sie es doch noch geschafft haben, Craig. Also, geben Sie uns Ihren Bericht, Craig. Wie viel, Verehrtester, wie viel Millionen haben wir verdient? Sie wollen wissen, wie viel Millionen Sie verdient haben? Sie wollen wirklich wissen, wie viel Millionen es für Sie sind? Ja. Ich sage Ihnen, wie viel ich für Sie verdient habe. Nämlich Nein, gar Craig. Nichts. Halt die Klappe! Halt die Klappe! Halt die Klappe! Du hast das Geld verloren, aber es war ein Fehler, ein Versehen! Nein.
Ich habe ihr Geld verspekuliert. Es ist weg, ihr widerliches Geld. Ich habe es für sie verloren. Verstanden? Verloren! Und zwar 43 Millionen Dollar! Und das ist nicht aus Versehen passiert. Ich habe es absichtlich getan. Versager. Du dummer Versager. Nein. Du machst mir keine Angst mehr, Vater. Die Legolies gibt es nicht, das weiß ich. Du hast sie erfunden, nicht wahr, Pop? Du rennst, aber da stinkt nicht. Du schnuppelst nur herum. Nein. Daddy, sag ihnen, sie sollen weggehen, bitte. Ich will, dass sie weggehen. Ich werde auch immer fleißig sein. Bitte, ich werde immer fleißig sein. Ich will, dass sie weggehen. Ihr müsst euch sofort anschnallen. Schnallt euch bloß an. Gleich wird's ein bisschen windig. Schon kommen.
etwas bei. Sind Sie okay, Bethany? Mir geht's gut. Großer Gott, seht euch das an! Was ist das? Sie bewegen sich auf Mr. Toomey zu. Vielleicht auf das, was er mal war. Wenn Toomey nicht noch das Terminal verlassen hätte, wären wir jetzt dran. Und das Flugzeug auch. Sie wusste es. Irgendwie wusste sie es. Jetzt wissen wir es nicht, Anne. Was? Was wissen wir? Wir wissen, was mit ihm heute geschieht, wenn wir in die Vergangenheit zurückkehren. Die Wächter warten auf uns. Zeitwächter der Ewigkeit warten auf uns. Sie folgen uns fortwährend, räumen mit der effizienten Weise des Durcheinanders auf, indem sie uns fressen. Mr. Toomey hat es gewusst. Er sagte es während die Lengoliers. Nein! Komm schon, komm schon! Los! Weiter so gut! Verschwindet von hier! Was ist los? Was ist los? Komm schon. Na los. Komm, komm, komm. Zieh hoch, zieh endlich hoch! Komm schon, komm schon! Haben wir es geschafft? Sind wir schon in der Luft? Stürzen wir ab! Schnallen Sie sich an und hören Sie auf, rumzuschreien. Und keine Angst, wir schaffen es schon. Gar nicht, das wieder zu öffnen. Auf keinen Fall. Das werde ich nicht. Wir sind oben. Sie alle wissen, was jetzt passieren wird. Ich werde genau die gleiche Strecke, die wir hergeflogen sind, zurückfliegen. Danach können wir nur hoffen, dass die Tür, durch die wir gekommen sind, noch da ist. Und wenn sie das ist, wer
werde ich versuchen, hindurchzufliegen. Ich werde mal nach vorne gehen. Wollen Sie mitkommen? Nein, ich bleib hier. Okay. Ich habe Sie eingeladen, wissen Sie noch? Oder haben Sie das schon vergessen? Nein, das habe ich nicht. Und ich werde es auch nicht. Ich auch nicht. Was passiert, wenn der Treibstoff schlecht wird? Du kennst die Antwort darauf, Bethany. Ja, ich weiß. Wir stürzen ab, Ende der Geschichte. Was ist, hättest du Lust, mich zu küssen? Ja. Also, dann würde ich es gleich jetzt tun. Denn vielleicht werde ich nachher weg sein. Zeit vergeht wahnsinnig schnell, nicht? Allerdings. Irgendwann werden die Tage und Nächte schneller vergehen, als der Auslöser einer Kamera klickt. Wir sind alle aus verschiedenen Gründen nach Boston geflogen. Was war Ihre, Nick? Na? Es wird noch eine Weile dauern. Was hat Geheimstufe schon zu bedeuten, wenn man gerade ein paar Killerkanonenkugeln gesehen hat, die die Welt zerfressen? Ich bin sowas wie ein Spezialagent der Armee, Brian. Und meine Jobs sind oft nicht zu verstehen. Denn einige von ihnen sind harmlos und manche wieder gefährlich. Da ist ein Mann in Boston, er ist ein bedeutender und wichtiger Politiker. Dieser Mann, ich nenne ihn Mr. O'Banion, das ist für den Augenblick einfacher. Der Typ hat eine Menge Geld. Und er ist ein enthusiastischer Sponsor der irischen republikanischen Armee. Und da ist noch was, er ist ein Idealist der gefährlichsten Sorte. Der Mann hat noch niemals das Blut von anderen fließen sehen. Sollten Sie ihn umbringen? Wenn es nötig geworden wäre. Wissen Sie, Mr. O'Banion hat sehr viele mächtige amerikanische Freunde. Und seine Freunde sind unsere Freunde. Deswegen wäre es sehr gefährlich geworden, wenn wir Mr. O'Banion umgebracht hätten. Aber der Mann hat ein wundervolles Schmuckstück an seiner Seite. Sie war die, die ich umbringen sollte. Als Warnung? Ja. Als Warnung. Das war meine Geschichte. Was für eine haben Sie? Was für eine wollen Sie sich von der Seele reden? Ich? Nein. Ich habe keine Geschichte. Da gibt's vielleicht doch was. Meine Ex-Frau ist vor kurzem verbrannt. Sie lebt in Boston, deshalb bin ich zurückgeflogen. Wir haben uns im Bösen getrennt. Wir stritten uns um die Kinder. Ich wollte sie, aber sie hat's nicht zugelassen. Dann hab ich etwas getan. Was ich niemals hätte tun dürfen. Ich wollte ihr immer sagen, wie leid es mir getan hat.
Ich denke, ich habe zu lange gewartet. Vergessen Sie, was war, und sehen Sie lieber nach vorn. Ich bin sicher, sie hat Ihnen vergeben. Sollten wir hier durchkommen? Ich meine, falls wir es schaffen. Werden Sie es dann tun? Ich meine, diese Frau umbringen. Nein. Nein, nicht mehr. Mit Sicherheit wird das verkommene Produkt Niklas Hopewell sowas nicht mehr tun. Ich meine, sollten wir es wirklich schaffen, nehme ich wahrscheinlich meinen Abschied. Verdienterweise. Was tun Sie dann? Naja, ich könnte wieder anfangen zu fliegen. Das Mädchen ist gerade gestorben. Es ist... Nun wurde sie doch nicht operiert. Nein, das ist richtig. Was ist mit Laurel? Es geht mehr oder weniger. Sie mögen sie nicht, wahr? Zu Hause habe ich ein paar Kumpels, die es mit Sicherheit komisch finden, dass ich mich in ein Mädchen verliebt habe. Sie ist was Besonderes, Brian. Ich wünsche euch zwei nur das Beste, Nick. Aber zuerst mal ist da noch dieser Flug. Wir sind jetzt ungefähr hier. Genau hier müsste der Zeitriss gewesen sein. Was ist? Würden Sie aufpassen, während ich fliege? Gern.
Nur würde ich gerne wissen, worauf ich aufpassen soll. Ich denke, Sie werden es wissen, wenn Sie es sehen. Falls Sie es sehen. Was ist los? Ich weiß es nicht und das ist das Problem, mein Freund. Irgendwas ist nicht in Ordnung. Irgendwas stimmt nicht, aber ich weiß nicht, was es ist. Brian. Ja. Da vorne ist irgendwas. Allmächtige. Ja, da vorne, das muss es sein. Ladies and Gentlemen, wir haben gefunden, wonach wir gesucht haben. Wir fliegen jetzt direkt durch die Mitte und dann werden wir herausfinden, was auf der anderen Seite ist. Stopp! Stopp! Das können Sie nicht tun! Fliegen Sie nicht ganz unten! Ich werde mal nachsehen, was da hinten los ist. Stopp! Sie dürfen nicht an was ist denn schon wieder los, Mr. Warwick? Das soll nicht durchfliegen. Was ist denn los? Er muss sofort umdrehen, verdammt nochmal, sonst werden wir alle sterben. So können wir es nicht machen. Wir haben doch alle geschlafen. Verstehen Sie nicht? Bevor wir durch den Riss fliegen, müssen wir alle wieder schlafen. Aber natürlich. Drehen Sie um, Brian, drehen Sie um, schnell! Nick? Ja? Sind Sie okay? Ja. Ich habe schon bessere Tage gesehen. Ich glaube, mein Arm ist gebrochen. Wir haben es noch geschafft. Wir haben es, aber wieso? Warum durfte ich nicht durchfliegen? Das haben Sie gut gemacht. Das war wirklich gut, Captain. Gute Arbeit. Ist das ein Mikro? Aber wieso sollte ich es nicht tun? Alle mal herhören. Wir haben es gerade noch geschafft, gerade eben. Wir hatten sehr großes Glück. Und ich bin sehr dumm gewesen. Ich werde es euch erklären. Als wir zum ersten Mal durch den Riss geflogen sind, ist jeder Mensch an Bord, der nicht geschlafen hat, verschwunden. Wir dürfen also nicht wach sein. Das wären die Denn wenn wir im wachen Zustand versuchen würden, durch den Riss zu fliegen, würden wir auch alle verschwinden. Das ist alles. Das ist alles? Das ist verdammt nochmal alles? Was wollen wir dagegen tun? Was? Dann müssen wir sofort schlafen. Doch wie sollen wir das tun? Ich weiß nicht, wie ich schlafen soll. Ich bin viel zu aufgeregt.
Also, was wollen wir jetzt tun? Denn wenn wir durch das Loch fliegen wollen, dann müsste es bald sein. So wie es aussieht, reicht mein Treibstoff noch für eine Stunde. Soviel ich weiß, könnten wir doch auch woanders landen. Das könnten wir, aber wir brauchen einen großen Flughafen für diese Maschine. Nein, es muss L.E. sein. Und ich brauche wenigstens 35 Minuten, um dort zu landen. Und das lässt uns höchstens 20 Minuten Zeit, in denen wir uns entscheiden müssen, fliegen wir oder fliegen wir nicht. Also, was ist nun? Wollen wir alle gleichzeitig einschlafen lassen oder wie? Haben Sie nicht das Wichtigste bei der ganzen Sache übersehen? Ich meine, auch wenn wir alle wie besprochen einschlafen, wer landet in L.A. dann das Flugzeug? Wer? Wie es aussieht, hat uns das Glück verlassen, und zwar vollkommen verlassen. Es muss doch irgendwas geben, das wir tun können. Irgendwas, oder nicht? Natürlich können wir was tun. Aber na klar. Was ist es, Brian? Was können wir tun? Ich meine, wir können es durch Druck versuchen. Das müsste gehen. Druck? Aber klar. Ich würde gerne wissen, wovon ihr zwei sprecht. Wir sprechen davon, dass ich den Kabinendruck senke, und zwar auf 7 PSI. Dann macht es nämlich sofort Bumm und wir schlafen alle ein. Aber ein Problem bleibt immer noch übrig. Wie werde ich aufwachen? Denn irgendwie muss ich die Kiste runterbringen. Muss auf jeden Fall wach bleiben, denn kurz bevor wir mit der Maschine durch den Riss fliegen, müssen wir den Druck wieder erhöhen. Also, einer von uns wird sterben, nicht wahr? Und wer soll das tun? Wollen wir etwa Streichhölzer ziehen? Das ist nicht nötig. Ich werde es tun. Nein! Wieso sollst du es machen? Wieso sollten wir nicht Streichhölzer ziehen? Wieso nicht Bob oder Albert oder vielleicht ich? Komm mal mit. Nee. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Ich weiß. Und Sie tun, was zu tun ist. Wir beide werden bestimmt ein gutes Paar, das glaube ich auf jeden Fall. Und wenn Sie das auch glauben, dann sagen Sie es. Also, was glauben Sie? Wir haben wenig Zeit. Yannick, aus uns könnte was werden. Aber wir wissen es leider nicht mit Sicherheit. Es läuft wieder alles auf die Zeit hinaus. Zeit, Schlaf und die Ungewissheit. Aber ich muss es machen, Laurel. Ich habe im Leben versucht, so vernünftig wie möglich zu handeln. Aber in allen Bereichen bin ich ins Minus geraten. Das ist meine Chance, es wieder gut zu machen. Und die will ich nutzen. Ich verstehe nicht, was du meinst, Nick. Ich würde dir gerne alles über mich erzählen, Laurel. Aber so viel Zeit habe ich nicht. Würdest du etwas ganz Besonderes für mich tun? Nur wenn du es schaffst, natürlich. Ja, ja, aber sicher. Nick! Ja, ich komme. Hör zu, hör mir genau zu. Ich wollte aufhören damit. Ich meine, ich wollte es wirklich. Womit ist unwichtig. Aufhören? Wichtig ist, dass du es glaubst. Darum geht's. Ich weiß nicht, wovon du redest, aber ich glaube, dass du es wirklich ernst meinst. Nick, wir sind wieder kurz vor dem Riss. Ich komme gleich, verdammt nochmal. Hör zu, Laurel. Mein Vater lebt in einem Ort namens Fluting, ungefähr 20 Meilen südlich von London. Du kannst in jedem Geschäft nach ihm fragen. Sein Name ist Hopewell. Viele nennen ihn auch einfach nur Opa. Geh zu ihm. Sag ihm, dass ich mit dem Mist aufhören wollte. Und lass dich auf keinen Fall abschütteln, denn er will meinen Namen nicht mehr hören. Wirst du das schaffen? Ja. Gut. Sag ihm, was ich dir gesagt habe. Und sag ihm, dass du mir glaubst. Sag ihm, dass ich gebüßt habe für das, was damals passiert ist, damals vor der Kirche in Belfast. In Belfast? Richtig. Und wenn er dir nicht zuhören will, dann sag ihm, er soll es wegen der Gänseblümchen tun. Und zwar für das eine Mal, wo ich sie gekauft habe. Wo du ihm Gänseblümchen gebracht hast. Nein, nicht ihm. Aber er wird's schon wissen. Kannst du das für mich überbringen? Ja, aber Nick, du... Ist schon okay. Danke vielmals, Laurel.
hat man für ein Gefühl dabei? Als würde man ersticken? Nein, man fühlt sich nur ein wenig schwindelig. Nur etwas benommen, nichts weiter. Das ist alles. So, da bin ich. Und vielleicht bin ich nachher immer noch da. Manche Menschen sind einfach nicht zu vernichten, nicht wahr, Brian? Ja, sowas soll's geben. Sie sollten sich jetzt wieder hinsetzen. Nick, komm, setz dich mal neben mich. Ich werde dir zeigen, was du zu tun hast und wann. Eine Sekunde, bitte. Du hast dich entschlossen, aufzuhören. Und zwar für immer. Und wenn dein Vater mir nicht zuhören will, dann werde ich den alten Mann an die Gänseblümchen erinnern. Ist das richtig? Das ist perfekt, mein Liebes. Das war auf jeden Fall unser letzter Kuss. Können wir? Ja, leg los. Ich werde den Druck jetzt langsam verringern. Schnallen Sie sich bitte fest an. Du solltest auch dein Gurt anlegen. Die Sauerstoffmaske ist neben deinem Sitz. Es geht los. Nick. Du weißt, was zu tun ist. Ich weiß es. Ich weiß es. Schlaf jetzt. Träum was Süßes. Ich wollte dir nur Danke sagen. Dafür nicht, Brian. Es war ein unvergesslicher Flug. Selbst ohne den Film und ein paar freie Drinks. Du hast recht, Brian. Es ist wirklich wunderschön. Das könnte es sein. Das könnte der Ort sein, wo das Leben, alles Leben beginnt. Die Wiege der Schöpfung. Der Lebensanfang für uns alle. Die Langoliers können nicht weiter als bis zu diesem Punkt.
Es ist so wunderschön. L.E. Anflug, hier ist American Pride 29. Ich wiederhole, 2-9. Wir haben Probleme. Anflugkontrolle, ich melde hier einen Notfall. Lassen Sie es, es ist vorbei. Ist ja gut. Setzen Sie sich, bitte setzen Sie sich. Wir kommen in unbekannten starken Verkehr. Da unten ist kein unbekannter starker Verkehr, es ist vorbei. Und was ist das? Schon gut, wir sind zwar über L.A., aber... Sehen Sie, wenn Sie aus dem Fenster sehen? Ich sag's Ihnen. Gar nichts. Überhaupt nichts. Hier, nehmen Sie das. Schneiden Sie sich an. Und der muss noch dazu. Achtung, Achtung da hinten. Wir werden in wenigen Minuten landen. Los. Was? Keinen Treibstoff mehr. Halten Sie sich fest, Laurel. Vorsicht, Brian! Sie werden in den Wagen reinfahren. Verdammt! So knapp würde ich nur ungern wieder landen. Und für was war das nun gut? Es wäre besser gewesen, wir wären abgestürzt. Alles, was wir versucht haben, deiner, Nick. Es war alles für die Katz. Es ist dir das Gleiche wie im Bangor. Das Gleiche.
Wir sollten mal nach den anderen sehen. Wir können aussteigen, kommen Sie. Wir benutzen den Cockpit-Ausgang. Danke. Keine Elektrizität, aber ich bin mir auch nicht sicher, was es ist. So ein Geräusch habe ich noch niemals zuvor gehört. Am besten, wir gehen durch die Rollfeld-Servicetür. Warten Sie! Was ist? Was ist denn, Bob? Was sehen Sie? Das Einzige, was ich sehe, ist ein verlassenes Terminal, aber... Aber ich rieche was. Treibstoff. Öl. Gummi, Salzluft, irgendwas. Heiliges Kanonenrohr. Ja, aber das ist nicht das Einzige. Hören Sie. Hören Sie das? Und was hat das zu bedeuten? Wenn alles wieder normal ist, wieso haben wir dann keine Lichter auf der Landebahn gesehen? Wo sind die Menschen? Und was ist das für ein Summen? Es ist ganz in der Nähe. Ich schlage vor, wir gehen jetzt in das Terminal. Warten Sie mal. Hören Sie, Sie wissen doch was. Was ist es? Ich möchte zuerst mal in das Terminal und dann sehen wir weiter, ja? Schnell, schnell! Da drüben ist eine Tür. Hier, Onward. Machen Sie das auf und probieren Sie es. Schnell! Köstlich, absolut köstlich. Ach gut, jetzt hören Sie zu. Also ich glaube, es wird sehr bald passieren. Und wir sollten auf keinen Fall hier drin sein, wenn es soweit ist. Kommen Sie schnell. Was ist denn? Kommen Sie, Rudy. Dahin, darüber, kommen Sie. Stellen Sie sich alle an die Wand. Also hier müssen wir auf jeden Fall sicher sein, denn hier stehen wir nicht im Weg. Und was wird passieren? Als wir vor kurzem durch den Riss im Gewebe nach Osten flogen, waren wir in der Vergangenheit. Und zwar für 15 Minuten, würde ich sagen. Erinnern Sie sich? Natürlich. Wir befinden uns in der Zukunft. Das ist es, nicht wahr? Dieses Mal sind wir in der Zukunft gelandet. Das nehme ich an. Nur haben wir nicht wie vorhin eine tote Welt angetroffen, sondern diese Welt ist dabei, gerade geboren zu werden. Seht euch das an. Ich weiß nicht, was es ist, aber es ist wundervoll. Ich liebe es. Ich glaube, die Gegenwart holt uns jeden Moment wieder ein. Halten Sie sich aneinander fest. Es könnte vielleicht gleich einen Ruck geben. Eddie!
Vater finden. Neue Menschen, dafür stehen neue Menschen. Ja, toll. Kommt schon, wir müssen eure Mutter finden. Habt ihr das gehört? Habt ihr gehört, was sie gesagt hat? Ja. Ist es das, was wir sind? Die neuen Menschen? Wir sind neue Menschen geworden. Ich weiß es nicht, aber es ist so. Das war wundervoll. Mein Gott, etwas Schönes habe ich noch niemals gesehen. Cool. Captain, was denken Sie, sollten wir jetzt tun? Ich werde nach draußen gehen und frische Luft atmen. Ja. Und den Himmel. Ja, aber wir sollten zuerst zur Behörde gehen. Wegen das werden wir. Aber zuerst gehen wir nach draußen. Wie wäre es, wenn wir vorher was zu essen besorgen? Oh. Hey, meine Uhr ist stehen geblieben. Ja, meine auch. Dann ziehen wir uns von hier. Oder will Anna vielleicht nach Osten fliegen? Jetzt noch nicht, aber bald. Ich werde nach England fliegen. Da lebt ein alter Herr südlich von London in Fluting. Die Menschen im Ort nennen ihn nur Opa. Wovon reden Sie da überhaupt? Ich rede von Gänseblümchen, Albert. Kommen Sie, gehen wir. Also soll ich doch einmal nach Boston müssen. Da nehme ich einen sehr, sehr langsamen Zug. Ich glaube, darüber werden wir uns noch mal unterhalten müssen, Bob. Ich weiß, Albert, ich weiß. Ich bin so glücklich. Ja! Thank you.